stört mich. Servus miteinander. Mein Name ist David. Ich komme aus Köln, der mit Abstand schönsten Stadt in diesem Lande. Braucht man nicht drüber diskutieren, ist einfach so. Ich bin vor jetzt inzwischen 11 Jahren mal durch Zufall in diese ganze Web-Geschichte reingestolpert, fürchte ich. Mein jüngerer Bruder, der da hinten an der Kamera steht und seit schon zu den Zeiten irgendwann mal mit Amateurfußball angefangen hat, hat seinem Trainer wohl mal erzählt, ich könne dieses Internet auch machen. Und schon war ich Webmaster der Vereinswebsite der damaligen E-Jugend des FC Pech. Bin über ein System gestolpert, das Mambo hieß, was wohl irgendwas mit Webseiten macht. Bin darüber in den ganzen Spaß reingestolpert und dabei geblieben. Das ist ein Foto von der Joomla World Conference 2013, 12. Robert, wann war St. Josie? Weißt du das noch? Ist er da? Nö, ist einfach gegangen, umso besser. War auf jeden Fall in San Francisco irgendwann zwischen 2010 und 2015. Bin ein bisschen in diesem Community-Thema hängen geblieben und deswegen muss ich auch direkt einen kleinen Disclaimer hinterher schieben. Der eine von oder andere von euch wird wissen, dass ich mir so ein paar Pöstchen angelacht habe. Hier mal ein Team, da mal so ein Vorstand oder sowas. Das, was jetzt kommt, tue ich in keiner dieser Rollen. Das bin einfach nur ich, David, mit meiner ganz privaten Privatmeinung. Ich habe nämlich etwas Trauriges leider mitgebracht, ein sehr depressiv machendes Thema. Joomla stirbt. Wir sind quasi eine aussterbende Art. Das kann man auch ganz schön sehen, wenn man sich mal diverse Statistiken zu Gemüte führt. Das hier ist ein Screenshot von Google Trends. Bei Google Trends kann man sehen, wie oft bestimmte Begriffe gegoogelt werden. Und diese blaue Linie, die irgendwann mal so 2009 ihren Zenit erreicht hat und seitdem mit großen Schritten in Richtung Bedeutungslosigkeit abdriftet, das ist Joomla. Das da unten, das ist Drupal, hat sich noch nie jemand für interessiert. Und das da oben, das sind die Kollegen von WordPress, die diesen kometenhaften Aufstieg gelegt haben. Man könnte jetzt sagen, niemand googelt mehr Joomla, weil Joomla so einfach ist, dass man das nicht googeln braucht. Habe ich auch drüber nachgedacht. Leider geben uns aber auch da andere Statistiken nicht recht. Das ist eine Statistik von einem Dienst, die crawlen die, weiß ich nicht, Top-Millionen Internetseiten, irgendwie sowas in der Größenordnung, lesen aus, mit welchen Systemen die jeweils gebaut sind. Und auch da kann man wunderbar sehen, dass Joomla seinen Zenit irgendwann Anfang 2014 überschritten hat und seitdem die Nutzungszahlen zurückgehen. Man sieht dabei übrigens auch, dass wir ungefähr ein Zehntel der Größe von WordPress haben. Was ganz amüsant ist, weil auf einem WordCamp auch nicht so viel mehr Leute kommen als hier. Das sagt nochmal was über die Community aus. Von daher würde ich sagen, wenn ihr gleich geht, pappt euch ein paar WordPress-Sticker auf den Koffer. Der Robert von WordPress ist bestimmt heute nochmal da kann man einen schnorren. Ja, dann, wenn ihr so eine Erweiterung programmiert oder die gar verkauft, schaut, dass er was anders macht, baut das Ding vielleicht auch für WordPress, das wird helfen. Oder macht direkt ein eigenes CMS, kann man auch machen, ist das Problem auch gelöst. Und wer das alles nicht will, kann sonst auch einfach umschulen. Hat mich sowieso schon immer mal gereizt. Ja, ich denke, das ist der beste Weg, oder? Natürlich nicht. Wenn wir uns das Internet mal anschauen, glaube ich, gibt es so zwei Kategorien. Das eine, das sind so die Hundeblogs dieser Welt, wo irgendwer mal denkt, ich habe eine ganz lebhafte Beziehung mit meiner Top-Pflanze Hilde und möchte, dass das Internet darüber Bescheid weiß. Dann setzt man sich hin, zimmert eine Seite zusammen mit einer Top-Pflanzen-Webcam und dem Wetterbericht vom jeweiligen Balkon und dann ist das Ding online. Interessiert sich zwar keiner für, aber es ist online. In eine ähnliche Kategorie, so vom Anspruch her, fallen die Bäcker-Websites dieser Welt. Das ist halt also eine Art Online-Visitenkarte. Ja, da gibt es ein bisschen Öffnungszeiten, ein bisschen bla bla. Hier sogar ein Facebook-Button, was mich sehr, sehr überrascht hat. Aber wirklich viel passieren auf so Seiten tut nicht. Die sind eigentlich relativ anspruchslos. Und die andere Kategorie von Seiten im Internet, das sind dann die richtig dicken Brummer. Die Unternehmens- und Konzernwebseiten, die öffentlichen Einrichtungen,
wo es Sachen in mehreren Sprachen und barrierefrei und Redakteure, Workflow, der ganze Spaß. Und ja, das sind die beiden Kategorien von Internetseiten, die es so gibt. Oder etwa nicht? Irgendwo in diesem von Enterprise- und Bäcker-Websites besetzten Land gibt es ein kleines gallisches Dorf, das aus zwei kleinen gallischen Dörfern besteht. Das eine kleine gallische Dorf heißt ambitionierte Hobbyprojekte. Es gibt da ein wunderbares Beispiel, an dem man das erklären kann, nämlich die Joomla-Einsatzkomponente. Ich bin darüber gestolpert bei der Recherche hierfür und finde das mega affengeil. Es gibt eine Erweiterung, wo sich mehrere, ich denke mal, Hobby-Webmaster zusammengeschlossen haben aus dem Umfeld der Freiwilligen Feuerwehr, um eine Komponente zu programmieren, mit der sie ihre Einsätze erfassen können. Da wird dann erfasst, dann und dann kam die Alarmierung, wir sind da hingefahren, Fotos vom Einsatz, eingebrachte Löschgruppen, Fahrzeuge. Da hängt, ich glaube, inzwischen intern auch noch eine Dienstplanverwaltung, eine Inventarverwaltung und was weiß ich nicht, was alles dran. Aus so einer freiwilligen Feuerwehrs-Website, wo er früher gesagt hätte, weiß ich nicht, Termin vom nächsten Männerabend und das Foto vom großen Fahrzeug, werden inzwischen komplexe Projekte, die aber immer noch von Ehrenamtlern gestemmt werden. Und ich glaube, von diesen komplexen Projekten gibt es immer mehr. Die wird es auch in Zukunft geben. Und das sind Projekte, wo man mit einem System, wir nennen keine Namen, aber zum Beispiel wie WordPress, schneller an seine Grenzen kommt, als man es zum Beispiel mit Joomla tun würde. Man hat viele Anforderungen, die man miteinander verzahnen muss. Und man braucht ein System, das flexibel genug ist, das aber auch gleichzeitig noch einfach genug ist. Diesen Spagat gibt es da zu schaffen. Und das andere gallische Dorf habe ich mal Content plus X getauft. Das sind Webseiten, zum Beispiel wie ein Kundenprojekt von uns. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel statischer Text. Die haben kubikmeterweise Word-Dokumente da reingetippt. Und ein paar Bildchen, alles unspektakulär. Aber es gibt auch bei diesem Projekt diese eine Kleinigkeit, die man tatsächlich individuell programmieren muss. In dem Fall, wenn ihr da oben das Menü seht, da steht was vom Mindestalter und in welchem Bundesland gibt es das als Bildungsurlaub. Diese Info wird nicht in Joomla gepflegt, sondern kommt aus einem externen Bildungskurs-Verwaltungstool. Dafür haben wir eine Joomla-Erweiterung programmiert, um das da einzubinden. Da geht es also um Projekte, die man zu 95% quasi mit normalen Joomla-Bordmitteln umsetzen kann. Aber diese letzten 5% müssen tatsächlich individuell programmiert werden. Und ich glaube, bei dem Teil kann Joomla wirklich Vorteile ausspielen. Denn wenn wir so eine Website umsetzen würden mit einem Drupal, Typo 3, also diese klassischen Enterprise-Geschichten, das wird einfach zu teuer. Joomla ist für uns eigentlich das perfekte Werkzeug für diese beiden gallischen Dörfer. In beiden Fällen bringt Joomla uns alles mit, was wir dafür brauchen. Wir haben ein Framework, also eine gute technische Basis. Das ist nicht State of the Art, das ist nicht der hipste, neueste Scheiß, wo man als PHP-Entwickler sagt, das will ich unbedingt haben. Aber es ist solide. Man kommt gut damit klar, man hat gute Möglichkeiten, eigene Entwicklungen dran zu setzen, mit anderen Libraries zu arbeiten. Es ist einfach ein vernünftiger Kompromiss. Wir haben ein großes Ökosystem drumherum. Bei dem Ökosystem finde ich es deshalb spannend, weil bei diesen Content plus X Projekten, wo man 95% eigentlich aus dem Regal lösen könnte, gibt es dieses Regal eben. Ich habe ein riesen Portfolio an Erweiterungen. Ich kann die nutzen und dadurch ein Projekt für einen Kunden umsetzen, das für den verhältnismäßig günstig ist. Und ich habe neben dem Ökosystem in Form von Erweiterungen vor allen Dingen auch ein Ökosystem in Form von Menschen. Es gibt Dienstleister, es gibt Hoster, es gibt Supporter, es gibt Leute, die ihr Handwerk verstehen. Das hätte ich bei vielen kleineren, ganz hippen Systemen wahrscheinlich nicht. Da hängt indirekt auch dran, dass das Joomla-Projekt noch immer Manpower hat. Ich weiß gar nicht, bei der letzten Version, die letzte Major-Version, die
4 oder sowas, waren, glaube ich, die mit den mit vielen Contributern. Da haben weit über 300 Leute irgendetwas zum Chor beigesteuert. Das heißt, nur im Bereich Entwicklung des eigentlichen Produkts waren in dem Fall 300 Leute beteiligt. Alle aus Spaß, alle ehrenamtlich. Und wenn wir das mal vom Projekt, von dem eigentlichen Code wegbewegen, merkt man, was für eine Riesengruppe da eigentlich dranhängt und was für ein Kapital, was für Ressourcen uns da zur Verfügung stehen. Und wir haben bei Joomla nach wie vor den Vorteil, dass es bekannt ist. Und das, wenn ihr diese Google Trends Geschichte mal mit Begrenzung auf Deutschland machen würde, sieht der nochmal anders aus. Joomla ist insbesondere im deutschsprachigen Raum populär. Joomla hat noch einen Namen. Und deswegen glaube ich, mit diesen Voraussetzungen müssen wir uns mal fokussieren. Wir versuchen aktuell immer so ein bisschen wie alle anderen zu sein. Wir sehen, ach, WordPress, da pilgern die Mengen hin, dann müssen wir so sein wie WordPress. Mit Typo 3 kann man richtig Geld verdienen, dann lass doch mal noch so sein wie Typo 3. Und Drupal kriegt ganz viel Venture-Kapital, dann sollte man am besten auch noch so sein wie Drupal. Ich glaube, dass das ein ganz gefährlicher Weg ist, weil wir dabei unseren Markt, unseren Fokus aus den Augen verlieren. Und da geht es dann darum, tatsächlich nochmal zu schauen, wohin wir wollen und welchen Markt wir da besetzen möchten. Wenn es um diesen Markt geht, Content plus X und die ambitionierten Hobbyprojekte, dieses gallische Dorf, glaube ich, gibt es ein paar Herausforderungen, von denen wir vom Produkt her stehen, wo Joomla an sich sich ändern muss. Aber ich glaube, der viel interessantere Part ist, wo wir als Community-Member uns ändern müssen. Ich glaube nämlich, dass wir vor allen Dingen in vielen Bereichen professioneller werden müssen. Wenn wir ein Projekt haben, wo wir dem Kunden, keine Ahnung, sagen wir mal, das ist ein 10.000-Euro-Projekt. Die gibt es, kubikmeterweise. Wenn man so ein Projekt haben will, hat man einen Kunden, der von einem auch wirklich eine professionelle Arbeitsweise erwartet. Dokumentation zum Beispiel. Wir brauchen vernünftige Tests. Wir müssen nachher etwas abliefern, was diesen Qualitätsanspruch auch erfüllt. Und ich glaube, dass viele von uns den Weg gerade erst anfangen zu gehen in Richtung Professionalität. Dazu gehört auch das Thema Tools. Da freut sich der Guido jetzt gerade, glaube ich, ein Ast. Der Guido rennt nämlich schon seit Jahrzehnten gefühlt uns Entwicklern hinterher und sagt, ich brauch so ein Tool, irgendwas für die Kommandozeile, womit ich dann eine Kommando ausführe und dann sind auf einem Server alle Joomla-Installationen geupdatet. Diese Art Tools, diese Werkzeuge für Profis, wo es darum geht, mehrere Seiten zu verwalten, die gibt es in anderen Systemen. Drupal hat eine Drush als Kommandozeilenwerkzeug. WordPress hat WP-CLI, Typo 3, weiß gar nicht, wie das Ding heißt, Surf, glaube ich, oder ist das das Deployment Tool? Auf jeden Fall, die haben Tools, die haben fertige Werkzeuge, womit ich tatsächlich auch professionell arbeiten kann. Und im Joomla-Bereich, glaube ich, gibt es da echt noch Nachholbedarf. Ein Leuchtturmprojekt in dem Bereich ist für mich persönlich die DevOps. Wie spricht man das eigentlich? DevOps, siehst du wieder was gelernt. Ein Tool, wo es darum geht, ein Lifecycle einer Applikation abzubilden, wo man sagt, ich habe so eine Seite mal ursprünglich in der Entwicklung, ich bringe das für meinen Kunden in eine Testumgebung, ich bringe das live und dann kommt mein Kunde mit einer Änderung und dann geht der Spaß wieder von vorne los. Ich mache das wieder in der Entwicklungsumgebung, ich lasse es ihn testen und dann geht es wieder live. Das ist etwas, das ist im professionellen Umfeld üblich, aber trotzdem basteln wir alle ständig per FTP an der Live-Seite. Wir brauchen diese Tools, die uns das Leben leichter machen und wir brauchen das richtige Mindset, um auch wirklich zu sagen, wir machen das. Wenn wir sagen, dass wir komplexere Projekte machen wollen, glaube ich, dass wir als Community und insbesondere wir als Dienstleister größer werden müssen. Es gibt, glaube ich, wenn ich so die letzten Jahre anschaue, nur ganz wenige Dienstleister, die ich kenne, die mal sagen, wir sind 6 Leute in der Agentur. Eine 6-Leute-Agentur im deutschsprachigen Raum wäre ein ziemlich großer Laden für Joomla-Verhältnisse.
weil die meisten von uns Einzelkämpfer sind. Wenn ich aber Einzelkämpfer bin und will ein Projekt annehmen, das mich 6 Monate beschäftigt, muss mein Kunde 6 Monate warten. 6 Monate Wartezeit ist aber je nach Projekt völlig inakzeptabel. Wir brauchen also die nötige Manpower, entweder als Firma selber oder über ein entsprechendes Netzwerk, um so ein Projekt in vernünftiger Zeit umzusetzen. Auch da, mein Leuchtturmprojekt, mal als random Beispiel, die Kollegen Jungblut, Dreier, Thielmann und da hängen glaube ich noch ein paar andere dran, ne? Der Markus Lind ist da noch mit bei und wen habe ich vergessen? Nee, da sind sogar noch mehr, ach stimmt, Wahnsinn. Eigentlich von ihrer Grundgeschichte her alles Einzelkämpfer. Ich glaube, der andere hatte schon vorher zumindest einen Partner in der Agentur mit drin, Mitarbeiter. Aber alles verhältnismäßig kleine Buden haben sich jetzt zusammengeschlossen, gehen über eine Plattform nach draußen und treten als Agentur für größere Projekte auf. Mit so einem Zusammenschluss kann man auch mal ein 40.000 Euro Projekt machen. Das sind Zahlen, die sind in der Joomla-Szene wahrscheinlich bisher quasi undenkbar. Sowas macht man nicht. Da hängt für mich indirekt auch mit dran, dass wenn man mehr Mitarbeiter hat, man auch ein anderes Portfolio abdecken kann. Ich glaube, dass wir als Joomla-Dienstleister ganzheitlicher werden müssen, wie das so schön heißt, Lieblingspasswort. Was meine ich damit? Die meisten von uns, wenn sie Designer sind, machen ein schönes Design, übergeben das dem Kunden und sagen, Job erledigt. Der Entwickler in mir baut eine Website, lädt die hoch, guckt, F5, geht noch, super, Job erledigt. Und dann muss der Kunde halt gucken, dass das Ding erfolgreich wird. Am Ende des Tages, und das hat mir mal ein Typ aus der SEO-Industrie gesagt, wir Webentwickler sind eigentlich ziemlich doof, weil wir glauben, der Kunde bezahlt uns dafür, dass er eine funktionierende Website bekommt. Der Kunde will aber keine funktionierende Website, der Kunde will eine erfolgreiche Website. Erfolgreich bedeutet, da müssen Anfragen kommen. Deswegen müssen wir als Dienstleister anfangen, das gesamte Spektrum anzubieten. Das ist meine feste Überzeugung. Soll heißen, wenn das Ding online ist, muss ich entweder selber jemanden bei mir in der Bude haben oder in meinem Netzwerk haben, der dann das SEO für diese Seite macht. Damit dieses Ding auch erfolgreich wird und nicht nur da ist. Ich muss einen Wartungsvertrag mit anbieten können, damit das Ding aktuell bleibt. Ich muss hingehen können und sagen können, ich mache mir einen Kalendereintrag, in einem Jahr nochmal nachfragen, gibt es gerade irgendwas zu tun? Ich habe mir mal selber Ihre Website angeschaut und denke, da und da gibt es Optimierungsbedarf. Aktiv drauf zugehen, mal was anbieten. Da sind viele von uns glücklicherweise zu beschäftigt zu, aber ich glaube, für ein professionelles Arbeiten gehört es dazu. Mal ganz davon abgesehen, dass man damit auch noch ein paar Peseten nebenbei verdienen kann. Damit das alles möglich wird, glaube ich, müssen wir in der Joomla-Community und insbesondere im deutschsprachigen Raum mal unser Denken verändern. Wir sind immer ganz stolz auf unsere Community. Und das ist was Gutes, weil nur durch diese Community gibt es Joomla überhaupt. Den Business-Part, den vernachlässigen wir immer so ein bisschen. Das hat immer sowas, auf so Community-Veranstaltungen hat das sowas Fischiges, über Business zu reden, zu sagen, schick mir doch mal Kunden zu oder ich habe mal das und das gemacht. Ich glaube, dass das am Ende des Tages zu kurz gedacht ist, denn wenn wir Zeit haben wollen für Community-Arbeit, brauchen wir ein erfolgreiches Business. Und wenn wir eine Firma haben mit 10 Mitarbeitern, wow, ist es viel leichter zu sagen, ich stelle einen davon für 2 Tage die Woche ab, damit er ein paar Patches für Joomla schreibt, als wenn ich als Einzelkämpfer 2 Tage pro Woche Patches für Joomla schreibe. Ein funktionierendes Business ist wichtig für die Community. Und je besser das Business läuft, ist meine feste Überzeugung, desto besser ist es auch für die Community. Deswegen trage ich schon seit geraumer Zeit mal so eine Idee mit mir rum,
die ich auf einem Marketing-Sprint im Frühjahr mal rausgehauen habe. Ich habe vor meinem geistigen Auge ein Joomla-Verband. Mal nicht mit Fokus Community und lass doch mal so einen flauschigen Joomla-Day machen, sondern lass mal einen knallharten Business-Verband machen. Lass einen Agenturtag machen, lass mal drüber reden, wie wir unsere Conversion-Rate optimieren können. Ob es vielleicht ein Tool gibt, das wir für uns Dienstleister entwickeln wollen, um uns einen knallharten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Diese Art Denken gab es bisher nicht und ich glaube, es ist längst überfällig, das mal zu tun. Der Axel hat heute Nachmittag eine Session zum Thema Marketing. Da glaube ich, wird das eine ganz wichtige Rolle spielen. Der hat da nämlich mal ein paar Hausaufgaben zu gemacht. Ich bin gespannt, was da rumgekommen ist. Das kann man sich mal antun. Um so ein bisschen aber zurück auf die Ausgangsfrage zu kommen, da habe ich es ja jetzt leicht abgedriftet. Hat Joomla überhaupt noch eine Überlebensgrundlage, wenn denn die Nutzerzahlen schrumpfen? Ich glaube, da ist die Antwort Jein. Ich glaube, es gibt einen gewissen Bereich von Joomla-Seiten, wo absehbar ist, dass die Nutzung da zurückgehen wird. Und das sind genau die eben angesprochenen Bäcker-Websites, die Hundeblogs, die Kleinstwebseiten. Denn da sind wir in einem Markt unterwegs mit gleich drei sehr starken Konkurrenten. Ihr denkt alle an WordPress, ich denke aber an Jimdo und an Wix. Eine Firma wie Jimdo lässt um 20.15 Uhr bei RTL Werbespot laufen. Das raucht, wahrscheinlich raucht dieser eine Werbespot das gesamte Budget der deutschsprachigen Joomla-Community mit einem Mal auf. Das ist ein Markt, der so umkämpft ist, wo ich denke, da macht es auch gar keinen Sinn, hinterher zu sein. Mal ganz davon abgesehen, dass diese Produkte für diesen Markt auch einfach besser funktionieren. Wer mal einen Blog gemacht hat mit WordPress, weiß, das funktioniert einfach gut. Das ist einfach ein gutes Blogsystem. Und wer mal mit Jimdo eine Seite zusammen gedrag and dropped hat, der weiß, auch für eine Webvisitenkarte reicht das. In dem Bereich glaube ich nicht, dass es Sinn macht, wenn Joomla sich da weiter reinhängt. Und am Ende des Tages, ja, glaube ich, wird Joomla da sterben. Aber, und das ist das andere Ergebnis des Marketing-Sprints, Joomla ist eine Plattform für großartige Websites. Und da, glaube ich, liegt der Schwerpunkt eher auf groß. Joomla ist von seinen Genen her dafür geeignet, was Komplexes zu machen. Sich genau in dieser Marktnische zu bewegen zwischen Hundeblock und Bundeswirtschaftsministerium. In einem Budgetbereich, wo der Kunde nicht mehr sagt, ach, mein Neffe kann das auch. Aber auch noch nicht den Budgetbereich zu bedienen, wo man 8 Millionen Euro erstmal vorfinanzieren muss. Das passiert gerade mit einem Kollegen aus der Typo3-Community. Der hat sich einen Auftrag angelacht, wo er erst nach 90 Tagen, glaube ich, Zahlungsziel hat und der finanziert aktuell mit seiner Agentur 2 Millionen Euro vor, bis das erste Geld kommt. Aber dieses Spektrum dazwischen, da ist Joomla eigentlich ideal für gebaut und das ist etwas, das müssen wir bedienen. Das müssen wir vom Produkt bedienen, aber das ist vor allen Dingen eine Kopfgeschichte, das zu wollen und dahinterher zu sein. Wenn das funktioniert, würde ich sagen, lang lebe Joomla. Dann haut das hin.